die gleichen Pläne, das alte Leid. Wenn ich Fame bekäme, stünde ich bereit. Auch dieses Jahr bleibt alles anders. Auch dieses Jahr bleibt alles anders. Große Gesten ändern nichts, ewig kalter Fisch. Wer macht jetzt reinen Tisch und nimmt mich in die Pflicht? Auch dieses Jahr bleibt alles anders. Auch dieses Jahr bleibt alles anders. Schuss Neues, schon wieder. Frohes Neues, schon wieder, schon wieder. Auch dieses Jahr bleibt alles anders. Auch dieses Jahr bleibt alles anders. Meine besten Freunde, Geschwister Schall und Rauch und all die bösen Träume, ja, die bleiben Zeit rennt und wir stolpern über Schuld und Verlust. Empathie, das war gestern, kein Herz schlägt ohne Brust. Liebe Grüße, sind reich an Erfahrung und doch klar überreizt. Hacker, die Beziehung, ein Ratschlag meinerseits. Liebe Grüße, liebe Grüße. Plötzlich hört es auf, der Widerhall verstummt. Lebe gut, aber bleib gesund. Liebe Grüße, liebe Grüße. So sind wir, das ist Leben, das ist Leben. So sind wir, so sind wir, das ist Leben. Hallo Welt, hallo Internet. Geht's euch gut? Kommt doch mal ein bisschen nach vorne, ich sehe euch so schlecht. Lol. Lol. Ihr hört und seht Pleil. Ich mache ein bisschen Musik jetzt. So für euch. Zwischen Netflix und irgendwas. Und der nächste Song ist für alle Instagrammer und heißt Menschen Zoo. Komm, wir gehen zu mir. Wie beim ersten Mal,
durch die Hintertür. Alte Postleitzahl. Willkommen im Leben, Livestream-Menschen, so, oh, oh. Das Schlagen, das Treten bis zum K.O. Fühl dich wie zu Haus, fremd nur, wenn du schläfst. Instagram bleibt aus, bis du wieder gehst. Willkommen im Leben, Livestream-Menschen, so, oh, oh. Das Schlagen, das Treten, bis zum K.O. Ein bisschen Abstand, Tattoo und School. Ein bisschen Abstand, Tattoo und School. Willkommen im Leben, Livestream-Menschen, so, oh, oh. Das Schlagen, das Treten bis zum K.O. Im Menschen so bis zum K.O. Jazz ist keine Option. Jazz ist keine Option. Soll ich Bäume pflanzen, teure Häuser bauen, gesunde Söhne zeugen sein? Jazz ist keine Option. Jazz ist keine Option. Ich hab Reisepläne ohne Spott und Häme, nur Privattermine Hand aufs Herz. Auf die Tische ans Gemenge, Scham und Zwänge. Jazz ist keine Option. Jazz ist keine Option. Jazz. Keine Option. Jazz. Dankeschön. Boah, es ist so geistermäßig. Okay, Live-Premiere. Für euch an den Geräten. Puh. Ironischerweise. Egal. Schön, dich zu sehen. Ich rauche ungern auf Lunge. Eigentlich rauche ich nicht,
Es war einmal dieser Junge mit Zauber im Gesicht. Es ist schön, dich zu sehen, da wo wir heute stehen. Steht ein Haus, wir sind vom gleichen Kaliber. Zumindest dachte ich das. Unermüdliche Krieger, nicht nur auf dem Platz. Es ist schön, dich zu sehen, da wo wir heute stehen. Steht ein Haus, von uns beiden kann sich nicht entscheiden. Es ist schön, dich zu sehen, da wo wir heute stehen. Steht ein Haus, lass die Bombe platzen. Endlich erwachsen, einer von uns beiden kann sich nicht entscheiden. Yeah. Nächster Song von meinem Album Die Spur des Kalenders. Gibt's überall, beim großen, gelben, bösen Riesen, bei vielen Online-Shops und auch bei Spotify. Schaut nach Pleil, die Spur des Kalenders. Der Song ist drauf und heißt Im Parcours. Sitzplatz abzugeben, dann hast du beste Sicht auf mein altes Leben, bis der Wille bricht. Tausche Katastrophe gegen Struktur. Die ganze Chance im Parcours. Auf der Zielgeraden, da fehlt mir dann die Kraft. Doch an besseren Tagen, da wird auch mal gelacht. Tausche Katastrophe gegen Struktur. Die ganze Chance im Park. Mittendrin statt nur dabei. Mittendrin statt nur dabei. Tausche Katastrophe gegen Struktur. Die ganze Chose im Parcours. Tausche Katastrophe gegen Struktur. Die ganze Chose im Parcours. Dies sind nur Stationen einer langen Tour. Stempel und Schablonen, ich bin Subkultur. Im Parcours.
ich merke irgendwie, ihr flippt total aus zu Hause. So die Vibes kommen über die 56K-Leitung. Und noch nicht mal die Techniker lachen. Ey. Ha? Okay. Neuer Song, Live-Premiere, ich versuch's. Das neue Kino. Der Film ist leider nur laut. Der Film ist leider nur laut. Denn heute Nacht ist alles erlaubt. Alternativen sind rar. Ein kluger Mann stirbt an der Bar. War schon immer da, das neue Kino, Ticket to Go. Auch die Besetzung enttäuscht, die Atmosphäre ist grundverseucht, ist sehr steinrauer Ton. Jagen wieder mal ein Phantom. Es war schon immer da, das neue Kino, Ticket to Go. Es war schon immer da, das neue Kino, Ticket to Go. Das neue Kino. In den besten Szenen ein Tod für tausend Leben. Ich führte Regie mit viel Fantasie, doch es bleibt dabei. Der Film ist leider nur laut und hat mir den Verstand geraubt. Es war schon immer da, das neue Kino, Ticket to Go. Neue Kino. Cool. Technik sagt cool. Weiter im Programm. Und das heißt neuer Song aus dem Off. Bitte lass uns reden, denn es herrscht Bedarf. Ein mittelschweres Beben, die Schützen schießen scharf. Ich bin die Stimme aus dem Off in dieser Kommunikation. Ich bin die Stimme aus dem Off, Polyphon. Du singst die alten Lieder, nur die Bühne fehlt. Irgendwann und wieder, die Wochen sind gezählt. Ich bin die Stimme aus dem Off in dieser Kommunikation. Ich bin die Stimme aus dem Off, Polyphon. Can you hear me calling?
Can you hear me calling? Ich bin die Stimme aus dem Off in dieser Kommunikation. Ich bin die Stimme aus dem Off, Polyphon, ganz meiner Meinung. Fällst du ins Ohr? Energie und Reibung, aber ohne Maulkorb. Okay, zwei haben wir noch. Nächster Song von meinem Album war die erste Digital-Single. Also nicht auf Vinyl oder Kassette oder so. Melancholik. Heute Nacht hab ich Schäfchen gezählt, Berg und Teller, alles was geht. Das erste Mal nüchtern seit letztem Jahr. Nur du hast verstanden, warum das so war. Nur das Falsche wird dich formen. Und das Jenseits aller Normen. Dreiviertel tanzbar im Zeitlupen-Move. Ich kann mich bewegen zu Sonic Youth. Es war auch mal anders, ja, sagenhaft leicht. Und keiner beschwert sich, ich hab alles erreicht. Nur das Falsche wird dich formen. Und das Jenseits aller Normen. Nur das Falsche wird dich formen. Und das Jenseits aller Normen. Zimmer laut Stärke. Zimmer laut Stärke. Zimmer laut Stärke. Ich möchte heute hier im Gespräch bei mir den Marco begrüßen. Hi. Hallo Seppel. Wie geht's dir? Gut soweit. Und jetzt so in dieser Zeit, wo, ich meine, du bist ein super umtriebiger Musiker, machst eigentlich so, was ich so recherchiert habe, seit 96 in diversen Bands, aber seit 2011 solo gehst du durch die Gegend, produzierst Platten, viele Auftritte und so. Und da ist natürlich die Corona-Zeit eigentlich für dich der totale Horror. Also bist du total runtergefahren oder warst du erstaunlich aktiv? Also mittlerweile, hört man mich? Ja. Okay, mittlerweile bin ich ehrlich gesagt ziemlich ausgelaugt. So am Anfang, die ersten paar Wochen fand ich es ein bisschen spannend. So, weil dann tatsächlich dann wirklich so alle auf einem Stand waren, die ganze Welt runtergefahren, alle auf einem Level. Und so eine Zeit lang fand ich auch das ganz angenehm mal, so ein bisschen einfach den Motor ein bisschen zu drosseln. Yeah. So, aber dann wurde es auch alles ein bisschen schlimm, so, was aber auch so mit dem ganzen Umfeld zu tun hat, wie die Menschen so miteinander umgehen in dieser Zeit, was so politisch passiert, was in den sozialen Medien stattfindet und sowas. Und das ist halt alles sehr auslaugend. Aber so was Songwriting und so angeht, hat mich das überhaupt nicht ausgebremst.
Ich habe die zweite Platte fertig geschrieben und die werde ich jetzt im Herbst aufnehmen. Die Spur des Kalenders. Das war das erste Album. Das ist das erste. Das kam letztes Jahr pünktlich zu Corona im April. Inwieweit, weil du schreibst ja auch, würde ich jetzt sagen, mehr oder weniger autobiografisch oft? Eigentlich gar nicht. Nicht? Oder sehr selten. Also ich bin eher so der Typ, der mit der Gitarre auf dem Bett sitzt. Es läuft irgendein schräger Film von David Lynch, Cronenberg oder irgendwem. Extrem und, schräg. Ja, und klimpern da rum und aus dem Nichts kommen dann irgendwelche Sätze oder Phrasen, die mich total triggern und auf die ich dann irgendwas aufbaue. Du schreibst in deutscher Sprache. Sind es immer zu Ende erzählte Geschichten pro Song oder Fragmente, Puzzle von irgendetwas? Fragmente würde ich nicht nehmen, aber ich mag es auch nicht so, wenn mir in einem Song alles erklärt wird. Ich mag, wenn ich mir mein eigenes Bild machen darf oder eine eigene Aussage aus einem Song oder aus dem Refrain ziehen kann. Ich bin nicht so der Typ, der irgendwie dann so, hier ist der Song, ich sag damit dies oder jenes und da ist wenig mir Fantasie dann überlassen und ich bin so eher der fantasievolle Typ. Von daher. Du warst viele, viele Jahre mit Bands unterwegs und hattest immer eine fette Maschine hinter dir als Sänger, als Gitarrist und jetzt hast du dich 2011 entschlossen, das Ganze komplett zu reduzieren, E-Gitarre und Stimme. Was hat dich dazu veranlasst? Hast du keinen Bock mehr auf den Band-Sound oder war dir das alles zu viel? Auch dieses Tourleben und das alles organisieren, haben alle Zeit. Bist du so irgendwie unabhängiger als Einzelmensch? Viele Fragen auf einmal. Ja. Unabhängiger, ja. Das ist eine lange Geschichte, ich versuche es kurz zu fassen. Das letzte Cloudberry-Album, The Closer We Get, 2009, ging total in die Hose. Mit allem drum und dran. Wir hatten zwar ein Label, wir hatten dann auch eine Booking-Agentur und ein Management und alles und irgendwie lief es aber überhaupt nicht. Das große Stichwort Kommunikation zwischen Label und hin und her. Und das ging dann so weit, dass alles komplett implodiert ist. Dann fanden dann so Diskussionen statt, die du aber, wie ich im Nachhinein gemerkt habe, wo ich alte Wegbegleiter getroffen habe, so und auch mit denen ein bisschen drüber gesprochen habe, so Diskussionen statt so, können wir diesen Gig spielen? Ist dieser Gig cool? Bringt dieser Gig uns was? Also mir bringt jeder Gig was. Du bist jemand, der gerne auf der Bühne steht. Mich kannst du 365 Tage im Jahr auf Tour schicken, wenn du magst. Schön. Solange ich duschen kann und einmal ordentlich aufs Klo am Tag, ist alles prima. Und ein bisschen was zu futtern kriegst auch. Gerne. Ja. Ja. Aber das sind dann halt so Diskussionen, die sich summiert haben, um Gagen, um können wir das machen. Dann sind natürlich, waren einige Bandmitglieder selbstständig, die dann auch nicht so sagen können, ich spiele jetzt mal eine Support-Show für XY, wir kriegen dafür nichts, fahren 600 Kilometer und müssen da Geld reinstecken. Aber wir spielen halt vor ausverkauftem Haus, so beispielhaft. Ging dann halt bis zum gewissen Grad und dann auch nicht mehr. Und ich hatte mir ja irgendwann ganz früh mal vor Jahrzehnten in den Kopf gesetzt, ich möchte irgendwie damit durchkommen, so mit diesem Musik machen, weil so ins Büro setzen, da drehe ich komplett am Rad. Und es hat sich irgendwie nicht mehr vereinbaren lassen. Und dann waren so viele offene Wunden auch heute noch, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt einfach mal meinen eigenen Kram machen. Irgendwie so. Ich brauche irgendwie niemanden, der mir Songs schreibt. Das habe ich sowieso vorher zum größten Teil alleine gemacht. Und Gott, ich habe früher Bass gespielt, Bass spielen kann ich. Und jetzt Schlagzeug, gut, machen wir erstmal ohne. Und ich muss jetzt einfach, ich brauche jetzt irgendwie Zeit für mich oder Raum für mich. Ja. Und möchte mit keinem mehr vor allem nicht diskutieren müssen und gewisse Sachen nicht mehr rechtfertigen müssen oder sagen, wir machen das aus diesem Grund ja und diesem Grund nein. Dann so Vertrauensgeschichten, was Interviews angeht, das kannst du sagen, das kannst du nicht sagen. Kein Bock mehr. Ja. Und kein Nerv so. Wie ist das denn, bist du immer, wie sagt man, kreativ oder gibt es auch in deinem musikalischen Leben Phasen, wo kein Text entsteht, keine Melodie, wo du dich permanent wiederholst oder wie du ja schon vorhin dieses wunderschöne Bild gemalt hast, du sitzt auf deinem Bett und guckst einen David Lynch Film und klimperst so vor dich hin und wie ist das, dieser musikalische Alltag für dich? Das passiert mir leider andauernd und das merkt leider auch mein Umfeld, wenn ich irgendwie mal da dann, du kennst das wahrscheinlich auch selber, wenn du dann irgendwie da sitzt
und du klimperst irgendwie rum und denkst, boah, das ist nichts, das habe ich schon tausendmal gehört, das habe ich von mir schon tausendmal gehört, das habe ich von anderen tausendmal gehört. Und das passiert dann mal so eine Woche lang, zwei Wochen lang und dann fängst du an so, kann ich das überhaupt? Oder die Gretchenfrage zu stellen. Oder habe ich überhaupt was zu sagen? Oder und dann werde ich vollkommen unleidlich. Und das, ich bin halt auch so ein Typ, das nimmt dann halt irgendwie so kompletten Einfluss auf meinen ganzen Tagesablauf. Das glaub ich dir, da werde ich dann voll schlechte Laune und dann höre ich irgendwie in irgendwelchen Facebook-Timelines irgendwelche Bands, wo ich denke, oh Gott, die sind jetzt so erfolgreich mit XY. Und diese Phasen habe ich aber. Das Gute ist, sie gehen auch wieder vorbei irgendwann. Die meisten Bands, die ich kenne, wenn es darum geht, ein Album zu produzieren und dann das Label oder wer auch immer ihnen einen Produzenten vor die Nase stellt, sagen, oh, nee, um Gottes Willen, du hast ja aber jemanden gesucht für dein Album, um mit ihm zu arbeiten. Konntest du dich sehr gut ergänzen mit ihm im Prozess des Produzierens oder warum brauchtest du einen Produzenten? Also ich habe gerne einen Produzenten. Also es wurde mir früher auch so ein Banding oft zum Vorwurf gemacht, wenn du auch Leute in der Band hast, die beruflich mit Musik zu tun haben, die dann sagen, das können wir auch selber produzieren. Mag alles sein, aber ich habe ganz gerne so einen, ich habe halt gerne einen Produzenten dabei, der dann, manchmal siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht. Der so ein bisschen Struktur reinbringt. Zum einen, aber zum anderen auch, wo ich hingehen kann und sage, hör zu, das war gerade bei mir der Fall so. Da war halt ich alleine mit Gitarre und ich hätte in irgendein Studio gehen können und es wäre eine Singer-Songwriter-Platte geworden. 100 Pro. Wollte ich nicht, mit Absicht nicht. Und da habe ich den Chris Bethke einfach eine E-Mail geschickt. Und der Chris Bethke hat sehr viele Bands gemacht, die ich total toll finde. Der hat Messer gemacht. Der hat Laura Carbone gemacht, die ja früher auch ganz andere Musik gemacht hat. Der hat was hat er noch gemacht? Er hat Heim gemacht, eine ganz fantastische Band, die zwei Alben gemacht haben, dann auch irgendwie implodiert sind. Und der hat so diesen Post-Punk-Sound, der irgendwie sehr rotzig und sehr so wo ich halt herkomme. Von so ein bisschen dreckig. Ja, so dieses End-70er. Die Musikjournalisten sagen Post-Punk. Ich sage, das hast du bei Wire gehört, das hast du bei Joy Division gehört, das hast du bei frühen Cure-Platten gehört, so. Wo ich herkomme. Und dem muss ich nicht erklären, wo wir hin sollen. Also ich kann ja auch nicht technisch erzählen. Ich kann nicht sagen, da drehen wir hier bei so und so. Ja, die Mitte, die obere Mitte fehlen. Ja, ganz. Ich sage halt hier auf der Wire-Platte, die zweite Wire-Platte auf Spotify eingemacht. Ah, ich weiß, was du meinst, machen wir. Ja, aber du hast mir vorhin in ein paar Sätzen wunderbar erklärt, also wie dein Gitarrensound entsteht und was es auch für dich musikalisch bedeutet, genau mit diesen, wie du sagst, einfachen, mit ganz wenig Effekten und so einer natürlichen Verzerrung, die aus einem Zusammenspiel zwischen den Amp und deinen Pickups kommt und so. Und ist das etwas, was so ein Produzent dann irgendwie noch ein bisschen mehr nach vorne bringt, also mehr in die Lautsprecher reinbringt? Oder was macht eigentlich ein Produzent wirklich? Oder ist er ein reiner Ingenieur und macht den EQ? Oder was hat er bei dir gemacht oder verändert? Das ist ja die Sache. Also ich finde, es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen Engineer und Produzent. Der Engineer steht dann, ohne um Engineer jetzt abwerten zu wollen, ich versuche nur irgendwie das zu unterscheiden, ein Engineer mikrofoniert dir dein Amp, sieht zu, dass übers Pult gut klingt und nimmt die Band so auf. Das hat früher Guido Lucas so gemacht und das hat zum Beispiel den Blue Noise Sound auch sehr geprägt. Weiß, großartiger Mann, leider lebt er nicht mehr. Leider nicht mehr unter uns. Der gute Guido, ein fantastischer Mensch, fantastischer Musiker, der die Band so aufgenommen hat, wie sie waren. Roh, unverfälscht, so. Ich bin alleine, ich habe jetzt keinen Schlag. Verstehst du irgendwie? Und sag halt, verstehe mich auch als Typ, wer ich bin, wo ich herkomme und versuche uns das irgendwie in so eine Sprache zu übersetzen, die das irgendwie aus dem Engineering ein bisschen rausholen. Und ein bisschen ins Produzieren reingehen. Und unter Produzieren verstehe ich ein bisschen mehr als einen Schellenkranz über ein Schlagzeug-Pattern zu spielen, verstehst du? Sondern einen Raum zu schaffen für den Song, einen Raum, vielleicht irgendwo einen Hall-Effekt zu sehen, der dem Song gut tut. Ja. Einfach so Sachen, der dann von außen so ein bisschen da sitzt und sagt,
ah, ich höre da dies und das, lass uns drüber reden. Oder lass es uns aufnehmen, wenn scheiße klingt, können wir es immer noch löschen. Ja. Aber so ein bisschen auch, verstehst du? So ein gutes Zusammenspiel zwischen dir und jemand im Studio, der einfach dich auch versteht, der dich auch das Beste aus dir rausholst, egal in welchem Moment du dich gerade befindest. Kann natürlich auch in die Hose gehen. Also ich hatte mit Christian, ich kannte ihn vorher nicht, ich kannte nur das, was er gemacht hat und wir haben zweimal telefoniert. Und das war halt so ein Bauchgefühl von mir, so nach dem Telefonat. Wir haben super toll gesprochen, irgendwie eine Stunde lang. Und ich habe eine Nacht drüber geschlafen, habe ihn dann angerufen und habe gesagt, lass uns das machen. Was ich gerade schon rausgehört habe, das wollte ich gerade nur ganz kurz ein bisschen vertiefen. Also weil für dich ist es ganz schwierig, wenn man dich einfach, weil du ja Gitarre und Stimme und dann wird die Schublade aufgemacht, dann bist du plötzlich ein Singer-Songwriter. Das bist du überhaupt nicht für dich. Also ich schreibe Songs und ich singe sie. Also du bist schon ein Liedermacher, ja. Aber kein Singer-Songwriter, ja. In dem Sinne. Ja, ich finde, das hat irgendwie so ein Stempel irgendwie für mich. Singer-Songwriter, denke ich zumindest immer zuerst an extrem virtuose Akustikgitarristen, die am Lagerfeuer sitzen und ganz toll mit den Händen Gitarren-Picking spielen können, dass dann alles super klingt. Ist alles toll und alles gut. Ich bin eigentlich Bassist und kann eigentlich gar nicht Gitarre spielen. Ich habe mit Bass damals, mit Bass 1990 angefangen. Dann hat sich meine alte erste Band aufgelöst. Ich wollte trotzdem weitermachen, hatte auch keine Band dann. Yeah. Und habe gedacht, ich möchte Songs schreiben. So, und irgendwie habe ich mir dann so eine Art Sampler, Cubase gekauft und sowas. Aber essentiell war natürlich, ich muss natürlich auch ein bisschen Gitarre spielen. Ja, klar, natürlich. So, und ich gehe auch davon aus, dass du das kannst. Gut. Also ein paar Griffe kann ich schon die... Wir werden es gleich sehen. Ja, ja. Also heutzutage gibt es ja YouTube-Tutorials oder wie man Oasis-Song gut spielt oder die Noel Gallagher-Akkorde. Mir geht's nicht um Technik, mir geht es einfach um den Song. Und wenn der Song zwei Akkorde hat und funktioniert, bin ich oberglücklich. Und was dich ja auch auszeichnet, ist ja in deinem Arrangement her so eine gewisse, also die Songs sind alle relativ kurz. Mittlerweile aber schon ein bisschen länger. Ah, okay. Das und auch, wie gesagt, man musikalisch, also das Gesamtpaket stimmt, aber du drückst dich musikalisch mit der Gitarre eher, nicht, ich will das nicht sagen, doch minimalistisch. Also das heißt, du begleitest dich jetzt, wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, nicht mit unglaublichen elegischen Harmoniekonzepten, sondern es ist relativ songwriterisch einfach. Du bist auch in der Wirkung von deinen Songs, haben sie so eine gewisse, finde ich, eine total faszinierende Melancholie, die sie ausstrahlen. Das liegt wohl an meinem Naturell. Ja, bist du eher auch so ein nachdenklicher Mensch, der das auch musikalisch dann irgendwie versucht auszudrücken? Ich denke viel zu viel, das ist mein Problem. Aber das ist auch alles kein Plan. Ja. Also genauso wie es kein Plan ist, dass ich mich hinsetze und sage, ich schreibe jetzt einen Song über XY. Das funktioniert nicht. Das kommt aus dir raus. Ja, ja. Und ich habe dann eine Platte, ich mache dann das Album, die Spur des Kalenders irgendwie. Und habe 12 Songs aufgenommen und habe 12 Songs, aus 12 Songs die Platte gemacht und in irgendeiner CD-Besprechung sagt dann jemand, ja, das passt ja zum Kalender und zu den Monaten. Genau. So ein Ding, da bin ich nie drauf gekommen. Nie. Ich habe das gelesen und ich denke, okay. Song Nummer 10 war ein Song, den habe ich tatsächlich geschrieben, wo ich vor 2 oder 3 Jahren in Manchester zu Besuch war, am Grab von Ian Curtis, ein Mann, der mich sehr geprägt hat. Und ich war im gleichen Monat in Manchester, wo ich später dann auch die Songreihenfolge, den Song ins Album gesetzt habe. Also das war der Song, ich glaube 8 oder Song 10 ist es, unter Schafen. Das war der gleiche Monat, in dem ich halt da in Manchester war. So ein Ultra-Zufall. Meine erste Assoziation, als ich die Spur des Kalenders, als ich mir gedacht habe, was hat Marco sich dabei gedacht, meine erste Frage war, schreibt er Tagebuch? Nö. Ja, weil das ist so die Spur, also jeder Tag und so, der Kalender und so, Kalendersprüche, irgendwie sowas ist, findet bei dir gar nicht statt. Gar nicht. Also ganz kurz noch, also ich glaube, wir sind ganz schön weit schon im Interview. Ich weiß, wir sind gleich zu Ende. Noch ganz kurz zur Spur des Kalenders. Ich bin ja in den 80ern aufgewachsen und zumindest die ersten 40 Folgen liebe ich die 3-Fragezeichen-Hörspiele. Ja, mag ich auch sehr gerne. Und ich wollte einen Song schreiben, der einen Titel hat wie ein 3-Fragezeichen-Hörspiel. Also ich wollte das Album eigentlich auch nennen, Pleil und die Spur des Kalenders. Das hätte wahrscheinlich von irgendwelchen
Musikjournalisten wieder keiner verstanden oder falsch abgedruckt. Ich hätte es verstanden. Ja? Ja. Und, hab ich ja, und da bin ich dann, so gibt es ja im Internet dann die ganzen Auflistungen von allen 180 Folgen mittlerweile. Ich höre sie nicht mehr nur so mal rein, weil sie nicht mehr gut sind. Aber so die ersten Folgen, da bin ich dann so durch und wollte unbedingt einen Titel haben, der klingt wie ein Drei-Fragezeichen-Hörspiel und fand das so catchy und habe dann einen Song geschrieben, der hieß Die Spur des Kalenders. Da dachte ich auch, komm, die 80er, der Sound, so ein bisschen End-70er, 80er, die Zeit, ich bin ein Kind der 80er in jeder Phase und da habe ich gedacht, das muss so sein.